So, einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero. Folge 19. So. Machen wir mal hier. Warum hat eigentlich Quash kein Icon mehr? Was ist denn hier los? Ist auch egal. So, wir wechseln mal in den Vollbildmodus. Dann drücken wir mal auf Play. Ach so, halt, was mache ich denn da? Mein Browser ist sogar noch offen. Ja. Okay, ich habe die seit vorhin gar nicht geschlossen. Nett. Gut. Hängt. Wir können aber mal wieder hier weitermachen. 1E8 an Hero Souls. Das ist nicht schlecht. Das ist fast das Tausendfache oder mehr als das Tausendfache von dem, was wir bereits haben. Das heißt, wir können ein bisschen was, eine ganze Menge was machen. Na gut, ich würde mal sagen, viel mehr kriegen wir wahrscheinlich auch nicht hin. Ich mache einfach mal eine Ascension. Oh, wobei hier kommt gerade ein Primal. Sehr schön. So, jetzt machen wir Ascension. Alter, wenn wir jetzt gerade hier komplett wirre Konstellationen, ich mache gerade hier Unterricht, also wir haben gerade Unterricht, ist ja wegen Corona alle zu Hause bleiben und wir machen jetzt gerade Homeoffice-Unterricht, kurz zusammen per Konferenz. Und jetzt habe ich hier meinen Rechner, da mein MyTest-Server-Laptop, hier mein Schul-Chat-Internet-Treff-Server. Wir haben auch gerade die ganze Zeit durchweg eine Live-Besprechung. Ich persönlich habe mich jetzt im Chat stumm geschalten, höre aber den Chat weiterhin. Alles dies, das, bumm. Ich hoffe auch, man hört mich im Chat wirklich nicht, wobei, dann hätten die garantiert schon aufgeschrien. So. Was wir zuallererst machen. Schaffen wir 10.000. Ah, nee, das ist zu teuer. Das heißt, wir bleiben erstmal nur bei 1.000. Und gucken da mal weiter. So, den hier auch auf 1000. Das Schöne ist, wir können jetzt alle auf 1000 hieven, auch die hier unten. Das wären dann 950. So, 950 und nochmal 950. So, dann mal gucken, ob wir jetzt eigentlich irgendwelche Agents vergessen haben. Den nehmen wir rein. Schließlich haben wir ja für ihn sogar hier so ein Dingsterbumster, ne? Ja, wie hieß denn der andere nochmal? Dora, ne? Ne, Quatsch, Dora war ganz unten. Bubos. Der Babo. Babo. Da. Der Typ. So. Ja, die kriegen wir mindestens auf Level 20. Man merkt aber auch schon, Level 20 ist schon ganz schön teuer. Das heißt, wir machen erstmal nur alle auf 20 und gucken dann weiter. Hier 12 Level. Hier oben haben wir jetzt alle, genau. Ja, Juggernaut ist ja nur Sonderfall. Der ist ja so ein Zwischending. Den machen wir also gleich. Und mehr kommt nicht. Genau, gut, dann können wir jetzt Juggernaut machen. Bei Juggernaut machen wir mal erstmal bis 100. Können wir auch gleich 1000? Ja, können wir auch gleich 1000. Wird halt ganz schön teuer. Können wir aber trotzdem machen. So, aber viel höher können wir den auf jeden Fall jetzt nicht mehr leveln, weil das wäre jetzt die Hälfte von dem, was wir gerade noch haben. Also definitiv nein. Wir können aber bei... Ach komm. Bei denen jetzt gucken, da haben wir 1E5. Ich mach mal noch einen.
ich lasse das mal auf 3. Also auf 3000. Hief aber dafür die hier unten auch hoch. So, jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Also. Das würde 3,5 kosten. Das nächste würde dann mindestens 4,5 kosten. Also beide zusammen. So 8 ist 6. Das könnten wir uns leisten. Ich mache aber trotzdem über erstmal nur 1. So, haben wir. Jetzt weiter überlegen, 4,5 E6, das mal 3, das wären 13,5 E7. Nee, das machen wir mal nicht. Stattdessen gucken wir mal hier bei diesen Päumeldingern, ob sich hier noch was lohnt. Also 2 Level wären 6 E6. Und das merkt ihr schon zu teuer. Und ein Level bringt jetzt ja auch nichts. Das heißt, die lassen wir tatsächlich erstmal so. Boah, alter, Kronos hat schon die Zeit einfach mal mehr als verdoppelt. Und wo ist Babus? Achso, Babus ist ja weiter oben. Ja gut, okay, der bringt jetzt nicht so viel. Ist gerade noch ein halbes Monster weniger. Also, pff, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Schade eigentlich. Wobei, ist auch erst Level 20, ne? Die werden später noch stärker. Das heißt, der kriegt später noch einen richtig heftigen Boost. Okay, also mit Kronos war vielleicht doch die richtige Entscheidung. Babus, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Das Problem ist halt genauso wie bei Komawakamaru, wobei, boah, Alter, der hat schon 7 Monster. Läuft bei dem. So, mal, was wollen unsere Söldner hier eigentlich von uns? Alle fertig und keiner gestorben. Mal was ganz Neues, Alter. Ja, wow, aber dreimal nichts bekommen, danke dafür. Ja gut, ist ja auch logisch, ist ja auch klar. Wir klatschen hier einfach mal überall 4-Stunden-Session rein, damit wir die mal ein bisschen hochleveln können. Weil 4-Stunden-Missionen ist so ziemlich das Sicherste. Da ist die Sterbewahrscheinlichkeit am niedrigsten. Also, ist jetzt nur eine objektive Wahrnehmung. Ich habe es nie wirklich durchgetestet und Buch geführt und Statistiken angefertigt. Aber so aus meinen bisherigen, ne, ist 4 und 8 Stunden so das, was man am ehesten machen kann. Weil alles darunter ist halt, ne, da bist du ja halt nur am neue Mission vergeben. Und darüber gibt es ja nichts, außer dann halt 12 oder 24 und da ist dann die Sterberate sehr hoch. Das heißt, um sie erstmal hoch zu leveln, eher eine schlechte Idee. So, jetzt haben wir eigentlich hier, haben wir jetzt soweit alles gemacht. Genau, das heißt, dann können wir jetzt eigentlich auch direkt loslegen. Hier haben wir heute schon eingesammelt, genau. So. Machen wir. Oh. Oh. Ja, mal hier natürlich die Autoklicker raufhalten, raufhetzen. Hallo, du bitte auch. Danke. Siehst du, wie sieht das eigentlich aus mit dem Goldi? Den Goldi haben wir schon komplett, ne? Also seine Wirkung haben wir ja hier unten und seine Zeit. Nee, sein Bruder haben wir noch nicht. Weiter. Hallo, was ist hier los gerade? Genau, das Ding. Das brauchen wir noch. Und den müssen wir dann auch auf Level 20 schießen. So. Läuft doch. Jetzt haben wir knapp die Hälfte aller Heroes Holz ausgegeben. Also ich weiß nicht mehr, wie viel wir genau hatten, aber so. Ja, doch, wir hatten ungefähr so 1,3 E8 hatten wir. Davon haben wir jetzt die Hälfte gut ausgegeben. Also sogar mehr als die Hälfte. Aber knapp, ungefähr die Hälfte halt. Und das ist schon ganz in Ordnung. So, ich mache hier gleich mal noch weitere. Die schickt die mal alle auf 200. Einfach, weil wir es können.
So. Ah, langsam wird es wieder teuer. Ein Fisch. So, müssen wir das eigentlich alles haben? Ja, haben wir. So, dann der letzte Autoklicker hierauf. So, hat er erstmal ein paar Level und das geben wir ihm noch alle Vergoldungen und dann haben wir eigentlich alles so, was so wie wir es brauchen. Man hat es nicht mal gemerkt. Die letzten beiden Ziffern haben sich verändert. Naja, deswegen meine ich ja, sobald man ein paar Hero Souls hat, ist das mit den Vergoldungen so billig. Eigentlich hätten die dafür eine Staffelung einbauen müssen, dass es am Anfang preiswerter ist, dass es auch am Anfang erschwinglich ist, aber dafür später halt viel teurer wird, weil ich meine, die werden einem später quasi kostenlos hinterhergeschmissen, weil es ist vom Vergleich her kostenlos. Ich meine, bei meiner Tablet-Version, da verändert sich halt überhaupt nicht mehr die Zahl, weil da habe ich ein paar tausend Vergildungen, naja, ein paar tausend Vergildungen mal 80 sind ein paar hunderttausend Hero Souls. Ja, wow, ein paar hunderttausend von 1E4000 Hero Souls, ja. Das ist nicht mal Wasserdampf auf den heißen Stein, ja. Das ist einfach gar nichts. Könnte man ruhig auch mal eine Staffelung reinmachen. Aber gut, ich meine, Clicker Heroes wird ja sowieso nicht mehr weiterentwickelt. Haben wir damals zugunsten von Clicker Heroes 2 aufgegeben. Ich meine, es stand auch kurzzeitig mal irgendwie in der Diskussion, dass die Entwicklung von Clicker Hero 1 wieder weitergehen soll. Was daraus geworden ist, ich weiß es nicht. Ich meine, wir können mal ganz kurz gucken hier in die Internet. Auf jeden Fall ist aktuell immer noch die Version 1E11. Dass eine neue Version rausgekommen ist, davon habe ich nichts gehört. Perfekte Ablenkung im Büro. Wow. Wobei ich zugeben muss, ich habe Clicker Hero auch schon mal während des Unterrichts gespielt. Also auch ich bin ein böser Dude. Ja, es tut mir leid. Wobei es in Wirklichkeit nicht wirklich eine Ablenkung war, weil... Ja, gut. Siehst du, habe ich den Spielstand eigentlich noch? Den Spielstand müsste ich eigentlich sogar noch haben. Fällt mir gerade mal so auf. Wo ist mein Stick? Ach da. Schön mit dem Fähnchen. So, dann hängen wir einfach mal an PC ran. Ah, so. Ja, ich habe vorne am Bildschirm USB-Verteiler. Nicht, dass ihr euch wundert. Clicker Hero. Ja, ich habe meinen Speicherstand sogar noch. Weil das ist mal gerade mein Schulstick. Ich habe den Speicherstand sogar noch. Leck mich am Arsch. Dann können wir mal ganz kurz reingucken. Ich weiß nämlich gar nicht, wo ich da war. Ich meine, ist jetzt auch eigentlich egal, aber einfach mal so just for fun, mal, ne? Oh Gott, Alter. Warum ist hier auf einmal so viel Werbung? Die war doch früher nicht. Go hier. Nein, Mann. Was? Och, ist aber gut hier. Danke. War hier nicht mal irgendwie so ein Button mit weiter, oder? Was ist denn hier los? Hallo? Ah. Die haben einfach nur ein neues Image. Ja, das ist jetzt auch neu. Ah, endlich kommt das eigentliche Spiel. Digga. Ja, mein Teamkollege hat gerade Screensharing und spielt gerade Osu. Oder Os.
Digga, ich weiß gerade gar nicht, welcher Speicherstand hier jetzt überhaupt ist, aber es geht, glaube ich, um mein privater Spielstand hier noch drin. Also nicht mehr unser altes Let's Play, das ist hier schon lange raus, das habe ich schon lange überschrieben. Sondern ich habe ja privat auch weiter mit der Version hier gespielt, auch nach unserem Let's Play. Play. Gott, Alter, wieder diese Version hier, Alter. Guckt mal, scrollen, danke dafür. Ja. Genau, das ist hier noch meine private Version. Da speichern wir mal ganz kurz. So, jetzt haben wir so eine Zwischenablage. Das Schöne ist, ich habe ja so einen Clipboard-Manager, heißt also, ich kann auch auf alte Sachen zugreifen. Ich will den jetzt aber nicht aufrufen, weil ich weiß nicht, was das alles drin ist an Sachen. Und nicht, dass ich da jetzt irgendwelche Passwörter oder sowas zeige, das wäre ein bisschen blöd. Importieren. Dann gucken wir mal, welchen Schulstand ich hatte. Hallo? Momentchen mal, das war schon die neuere Version? Tatsächlich, war schon die neuere Version. LOL. Hä, ich habe doch bei der Schule bisher immer nur mit der Seite hier gespielt. Welche Stats habe ich? Doch, das dürfte mein Schulspeicherstand sein. Ancient Souls 0, genau, ich habe nämlich noch nicht transcendet. Aber wann habe ich denn mit der neuen Version gespielt? Ha, dann müssten wir jetzt quasi die hier überschreiben. Nee, kein Bock, das ist mir doch ein bisschen zu viel Arbeit. Nee, du. Na gut, dann habe ich ja hier, habe ich wenigstens... Habe ich halt immer noch meinen alten Speicherstand drin. Easy. 1E7, Alter. 1E7, das ist ja Asbach und uralt. So, ja, hier ist noch mein alter Speicherstand. Sehr schön. Gut, dann kannst du doch wieder zu. Brauchen wir nicht. Schade. Ich dachte, wir können mal reinschnuppern. Ah, okay, doch. Ich habe die das Add-on, das, was wir hier gerade spielen, hatte ich auf den Stick gepackt. Dann habe ich also doch bei manchen Rechnern mit der neuen Version gespielt. Okay. Ja, das erklärt einiges. Fuck my life. Übrigens hier, Programm, was ich selber geschrieben habe, für den Unterricht, mitsamt Quellcode, ja, ist kein C-Programm, sondern ein in Pure Basic geschriebenes Programm. Ist so eine Sprache, also ist so eine Programmiersprache, klar. Ist eine Mischung aus einer hohen Programmiersprache und sowas wie Basic, daher auch der Name Pure Basic. Allerdings sehr eigen, klar, ist ja auch an Basic angelehnt, hat also eher wenig mit C zu tun. War aber damals meine Einstiegssprache, mit der habe ich Programmieren gelernt. Also höheres Programmieren, wirklich an sich Programmieren gelernt, habe ich ja damals mit Assembler. Aber mein Einstieg in höhere Programmiersprachen war halt Pure Basic. Einfach deswegen, weil das halt die erste Sprache war, die ich damals kannte, die komplett, also mit einer deutschen Umgebung kommt, also mit einer eigenen Programmierumgebung, die auch in Deutsch ist und was? Genau, auch deutsche Hilfe hat. Und zwar direkt in die IDE eingebaut. So, dann starten wir das Ganze mal. Genau. So, da kann man jetzt Drehstrom sehen. Das sind die drei Phasen. Und jetzt kann man sehen, wie sich die Phasen, also wie die Phasen quasi rotieren. Und dann die Spannungen zu Null sich ändern. Und die Spannungen, also die Phasen zueinander. Warum auch immer das jetzt so stockert. Wahrscheinlich wieder wegen dem scheiß Aufnahmeprogramm hier. Also nicht wegen dem scheiß Aufnahmeprogramm, sondern weil ich halt aufnehme gerade. Wine ist einfach scheiße. So. Auf jeden Fall, ja. Ist auch egal. Ich kann eigentlich gleich mal wieder ein Backup machen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Warum mache ich das jetzt eigentlich alles gerade während des Let's Plays? Kann mir das irgendjemand sagen? Das wird schon wieder so eine Trash-Folge. Ja, keine Angst, Backup dauert nicht so lange. Ist ja bloß ein paar Megabyte hier. Ich meine,
Das ist ein 4 GB-Stick, auf dem sind gerade bei 400 Megabyte belegt. Also, es geht relativ schnell. Weg. Ja, das Stick ist ein bisschen langsamer. Ist so ein billiges Stick, den habe ich schon ewig. Jetzt geht doch. So. Okay. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wie kam ich überhaupt darauf? Ach ja, genau, weil ich euch meinen Schulspeicherstand zeigen wollte. Hat ja gut funktioniert. Jo, ansonsten, hier gibt es jetzt auch eigentlich nichts mehr zu machen. Von daher würde ich einfach mal sagen, Folge war lang genug. Mehr gibt es halt nicht zu zeigen. Hier haben wir alles drin, genau, alles 4-Stunden-Missionen. Sehr schön, das heißt, bis zur nächsten Folge sind die auch alle wieder fertig. Oh, easy. Ansonsten macht er alles von alleine. Gut, dann würde ich mal sagen, war es mit der Folge auch schon wieder. Schau mit V und bis zum übernächsten Mal. Spaß.